Ja, vielen Dank euch. Ich grüße euch herzlich. Ich freue mich, euch zu sehen heute Morgen. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen frisch, um noch etwas aufzunehmen. Wir haben Gäste unter uns. Und zwar eine ganze Reihe. Es sind etliche Urlauber da. Und ich pick jetzt nur mal ein Ehepaar heraus. Nämlich, die sind von weit her gekommen. Meine Schwester Ruth und ihr Mann Greg aus der Nähe von Denver. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Und es ist schon interessant, wenn ich also meinen Schwager Greg sehe, dann fiel mir heute Morgen gleich die Anekdote ein, die ich euch jetzt erzählen will. Diese Anekdote ist mir vor vielen Jahren begegnet. Ich habe sie wahrscheinlich hier auch schon mal erzählt. Und ich habe in der Predigtlehre gelernt, dass wenn man einen Witz erzählt oder eine Anekdote, dann muss man auch die Anwendung parat haben. Und die kommt dann auch gleich. Ein amerikanischer Ranger und ein ostfriesischer Landwirt treffen sich. Und da fragt der amerikanische Ranger, fragt den Landwirt, den ostfriesischen: Du sag mal, wie groß ist denn dein Hof? Und da sagt der ostfriesische Landwirt: Oh, so ein 12 Stück Vieh. Und dann fragt er zurück: Und wie groß ist deine Farm? Und da sagt der amerikanische Ranger: Weißt du, bei mir ist das so, wenn ich morgens mit meinem Trecker durch mein ganzes Land fahre, dann bin ich abends noch nicht angekommen. Da sagt der ostfriesische Landwirt: So einen Trecker hatte ich auch mal. Ich gebe zu, das ist mein Lieblingswitz. Den habe ich bestimmt vor 10 Jahren schon mal erzählt, aber ihr seid ja vergesslich. Ja, die Anwendung. Wir reden heute wieder über den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verbraucht sich nicht. Seine Kraft bleibt. Sie ist immer gleich. Und wenn alle etwa 150 Menschen, die jetzt hier sind, zur gleichen Zeit Gott um die Erfüllung mit dieser Kraft bitten würden, hätte er für alle von uns, für jeden Einzelnen, das, was er braucht. Die Kraft des Heiligen Geistes ist im Grunde genommen eine revolutionäre Kraft, die in dieser Welt unglaubliche Veränderungen bewirkt hat. Und darüber wollen wir heute weiter nachdenken. Ich gebe zu, ich habe für den heutigen Tag einen Bibeltext, den ich euch jetzt auch lesen werde, aber über den werde ich dann anschließend fast gar nicht reden. Ich rede dann über einen zweiten Vers, einen zweiten Abschnitt, der mir bei der Vorbereitung wichtig geworden ist. Apostelgeschichte 6. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten: Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind zum Verteilen von Lebensmitteln und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Dynamis, das griechische Wort für den Heiligen Geist, der in seiner Kraft kommt und Sprengstoff in der Geschichte mitbringt. Zugegeben, der Titel unserer Predigtreihe weckt
leider Assoziationen an die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Wir bekommen ja jeden Tag massiv Explosionen vorgeführt und die Berichterstattung aus den Kampfgebieten ist oft ganz erdrückend. Und wir haben uns damals gefragt, bei der Formulierung dieses Themas, dürfen wir eigentlich von Sprengstoff überhaupt reden? Und wir haben uns dafür entschieden, weil Dynamis, das griechische Wort, ist für den Heiligen Geist, für die Kraft, die der Heilige Geist freisetzt. Und Dynamis letztlich auch den Feldzug des Heiligen Geistes gegen jede Form von Bösem in dieser Welt beschreibt. Den Feldzug des Heiligen Geistes gegen jede Form des Bösen beschreibt. Und das kann bei dir anfangen in deinem Leben, dass du mit bestimmten Sünden vielleicht zu kämpfen hast und du merkst, wie der Heilige Geist versucht, durch sein Wirken dich zu erreichen. Und wenn er es gestern nicht geschafft hat, dann wird er das heute wieder probieren, weil er seine Jünger auf einem guten Weg sehen möchte. Und darum liebe ich auch die ersten Kapitel dieses Buches der Apostelgeschichte so sehr, weil hier die Dynamik des Reiches Gottes so sichtbar wird. Jesus erfüllt seine Leute mit Dynamis, um diese Welt zu verändern. Und er schafft dann plötzlich aus den unterschiedlichsten Menschen, die im Alltag vielleicht nichts an Berührung miteinander hatten, er schafft es aus diesen Menschen, eine Gemeinde zu bauen. Das Leben der Gemeinde, ihr Lieben, ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Und das ist der Grund, dass die Jünger im Gebet die Verheißung des Heiligen Geistes auch so massiv erwarten. Ich könnte jetzt auch ganz flapsig sagen, wenn du den Heiligen Geist willst, dann musst du um ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? So heißt es einmal in einem der Evangelien. Und damit signalisieren sie, Herr, wir sind bereit, deine Kraft aufzunehmen. Wir sind bereit, mit dir nach vorne zu gehen. Wir sind bereit, in deiner Kraft mutig Zeugnis abzulegen von dem, was du für uns bist. Ganz normale Gemeinde, oder? Oder ist das hier eine besondere Gemeinde? Ist das nun normal oder ist das besonders, was hier geschieht? Ich weiß nicht, wie du die Apostelgeschichte selber liest, aber ich persönlich habe den Eindruck beim Lesen gewonnen, dass Lukas, der Schreiber, hier eine ganz normale Gemeinde, geleitet vom Heiligen Geist, beschreibt. Natürlich war das Pfingstereignis ein besonderes, aber was sie an Wirkungen erleben und wie sie sich untereinander in der Gemeinschaft binden lassen, wie sie Gemeinde miteinander bauen, ihr Lieben, das ist normal, weil das Wirken des Geistes entspricht. Du darfst erwarten, dass der Heilige Geist in seiner Gemeinde wirkt. Und wisst ihr, vielleicht spreche ich heute Morgen nur von mir selbst, mag sein. Auch Pastoren sind unter Umständen manchmal in der ganz großen Gefahr, dass sie sich an den Schwächen und Fehlern von Menschen oder der Gemeindeentwicklung festhalten und dann dies bedauern und jenes bedauern und es entsteht so ein Flair der Enttäuschung. Kennst du das? Woran halten wir uns auf, wenn wir an unsere Gemeinde denken? Was beschäftigt dich gedanklich? Bist du jemand, der von Herzen dankbar ist für seine Gemeinde? Brutto? Bist du jemand, der von Herzen ein Ja zu seiner Gemeinde sagt? Nein, ich will mich nicht bei all dem Menschlichen unter uns aufhalten. Das würde dem Wunder der Gemeinde nicht gerecht. Und ich hoffe, dass du weißt, dass deine Gemeinde eine Schatzkiste Gottes ist und ihr seid alles Goldstücke Gottes in diesem Schatz. Ja, glaub das mal. Ich weiß, dass Wirklichkeiten manchmal eine andere Sprache sprechen. Aber wenn der Geist Gottes über Gemeinde redet, ist er begeistert. Ist er dankbar, zu sehen, was geschieht. Und dass es Menschen gibt, die mit ihm unterwegs sind. Und um das noch etwas näher zu beschreiben, lese ich euch jetzt den zweiten Text. Apostelgeschichte 2, Abvers 41.
Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag etwa um 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sogar verkauften sie Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nochmal, ich liebe diesen Bericht in der Apostelgeschichte. Und ich habe mich schon oft gefragt, was ist eigentlich das Faszinierende an diesen Geschichten? Und meine Antwort ist, hier wird das Handeln Gottes so nah beschrieben, so unmittelbar, so tief und so bewegend. Und ich frage nochmal, ist das die Normalität oder ist das außergewöhnlich? Da wird der Geist Gottes in die Herzen der Jesus-Nachfolger ausgegossen und es tut sich was in Jerusalem. Die christliche Bewegung stand gerade noch unmittelbar vor dem Abgrund. Sie hatten resigniert. Sie wollten wieder nach Hause, wieder in das alte Leben zurück. Und dann erschien ihnen Jesus und sagte, wartet, bis die Kraft aus der Höhe euch erfüllen wird. Und genauso geschieht es. Keiner der Jünger konnte das erwarten. Keiner der Jünger hatte auch nur eine Ahnung, was der Heilige Geist anrichten würde in ihrem Leben. Aber alles, was von da an geschah, war die Normalität. So ist es, wenn Gottes Geist wirkt. Es geschehen unbeschreibliche Dinge. Es ist normal, dass die Christen sich auf den Weg machen, um die beste Nachricht der Welt über Jesus abzusetzen. Es ist normal, dass eine Gemeinde wächst. Darf man das sagen? Ist das unser Wunsch? Bitten wir den Geist Gottes darum, dass genau das geschieht, dass wir im Glauben wachsen und dass wir als Gemeinde wachsen? Was ist heute? Heute ist es oft nicht mehr das Normale. Unser Bund hat 2500 Menschen durch die Corona-Krise verloren. Auch wir haben einige Schwestern und Brüder verloren. Deswegen. Und sie sind irgendwo. Vielleicht in anderen Gemeinden, vielleicht aber auch gar nicht. Oder sie schauen vielleicht auch nur zu. Dann willkommen an euch. Ja, da ist etwas Wahres dran, dass wir die Normalität nicht mehr erleben in dem Ausmaß, wie der Geist Gottes es vielleicht wirken will. Wir wünschen es uns, aber irgendjemand muss doch was dran machen. Irgendjemand muss doch die Verantwortung haben dafür. Vielleicht Gott? Hat er seine Kraft nicht ausreichend in unsere Herzen gegossen? Oder bist du es oder bin ich es? Wer von uns beiden hindert das Gemeindewachstum mehr, du oder ich? Ja, da ist etwas Wahres dran. Und die Texte laden euch heute ein, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes neu einschätzt für euer Leben. Das Leben aus der Kraft des Geistes ist es, das mich predigen lässt, das den Lobpreis ertönen lässt, das die Übersetzer, die jetzt ins Englische oder ins Russische übersetzen, leitet. Darum beten wir an jedem Sonntagmorgen, dass der Geist Gottes genau das wirkt, dass seine Worte
durchdringen können. Und ich habe euch drei Kennzeichen mitgebracht, die beschreiben sollen, was damals geschehen ist. Erstens, die Christen sind engagiert und ganz bei der Sache. Der Text spricht von Beständigkeit, von Treue. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Sie waren sehr aufmerksame Hörer, wenn die Apostel anfingen, über die Predigten Jesu zu erzählen. Ich stelle mir das so vor, dass sie beim Abendessen vielleicht im Kreis liegen, ja, gesessen haben sie ja nicht, aber sie haben im Kreis gelegen und irgendjemand sagte zu Petrus, erzähl uns noch mal damals auf dem Berg, was der Herr euch gesagt hat. Und die ersten 120 Jünger lauschten und hörten aufmerksam zu und versuchten etwas von dem zu lernen, was Jesus damals gesagt hatte. Die Christen sind engagiert und ganz bei der Sache. Das Abendmahl hat sie miteinander verbunden, das Treffen in den Häusern und sie beteten miteinander, füreinander und auch für Mitarbeiter, die sie dann gesandt haben in diese Welt, in das Römische Reich hinein. Ich gebe zu, diese Gemeinde hatte noch keine Dienstbereiche, sie hatte keinen Gottesdienstplan. Da lief vieles noch spontan und das war auch das Normale. Aber sie waren ungeheuer bereit, einander gegenseitig Hilfeleistung zu geben. Und lass mich das einmal so sagen, wenn beispielsweise Flüchtlinge aus Ukraine sich heute auch hier unter uns aufhalten, ihr sitzt dort hinten, seid herzlich willkommen, und irgendeine Familie braucht dringendst eine Wohnung, dann sollten wir uns alle miteinander aufmachen und versuchen, eine Wohnung zu finden, um unseren Brüdern und Schwestern zu dienen und gegenseitig Hilfeleistung zu geben. Ein zweites Kennzeichen. Die Christen lernen einen unternehmerischen Umgang mit dem Geld, mit Besitz. Offenbar haben sie eine ganz neue Beziehung zum Besitz bekommen. Nicht nur, dass sie opferbereit sind und auf Luxus verzichten, um anderen zu dienen. Ich habe den Eindruck, der Geist Gottes berührt sie, sodass sie von dieser Sucht befreit sind nach mehr, nach ständiger Absicherung durch die eigenen Finanzen. Bis dahin hat Reichtum für viele Sicherheit bedeutet. Und nun ist die Bindungskraft des Geldes und des Besitzes plötzlich gebrochen. Der Börsenkurs für Gold ist nicht mehr interessant. Jetzt war es der Börsenkurs für den Bruder und die Schwester. Und die schossen durch die Decke, diese Kurse. Sie investieren in ein Unternehmen, dessen Wert in Ewigkeit nicht verloren geht. Sie investieren etwas, was der Dieb nicht rauben kann und der Rost nicht fressen kann. So heißt es einmal in der Bergpredigt über Besitztümer. Und ein Ausleger schreibt, sie fassen sich ein Herz und nehmen ihr Geld in die Hand und investieren es in Reich Gottes Unternehmungen. Den armen Bruder, der nicht weiß, wovon er die Miete zahlen soll, die arme Schwester, die nicht weiß, wie sie morgen ihre Familie ernähren soll, Unternehmungen des Reiches Gottes. Der Lohn ist unmittelbar. In satten Kindern, sauberem Wasser, durch Graben von Brunnen, Bildung für arme Menschen, die endlich aufatmen können. Zitat Ende. Ist das nicht wunderbar, wenn das christliche Kultur ist und dafür die Christen bekannt werden, dass sie einander solche Hilfeleistungen geben? Das ist Reich Gottes Unternehmen. Da stehen sie nebeneinander und freuen sich über ihre Erlösung und sind dankbar, dass sie gerettet sind und öffnen plötzlich ihre Portemonnaies. Das ist das Normale, was der Geist Gottes inspiriert. Und noch ein drittes Kennzeichen. Die Christen erleben viel Gemeinschaft und leben ihren Glauben mit einer ansteckenden Freude. Ihr Lieben, das möchte ich lernen. Meine Freude über Jesus nicht zu begraben im Gemeindealltag, sondern sie parat zu haben und dankbar das Leben zu leben, das er uns möglich gemacht hat. Unsere Gemeinschaft darf nicht nur in der gemeinsamen Mitarbeit bestehen.
Wir müssen mehr sein, als nur füreinander Mitarbeiter zu sein. Das Leben ist reicher, als dass wir nur mitarbeiten. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir einander treffen, in spontanen Einladungen oder wie auch immer, so wie am letzten Sonntag mit 20 anderen Personen. Es hat einfach etwas, wenn man miteinander ein Stück Leben teilt. Und das ist oft nicht organisierbar. Dahinter steht auch die Kraft des Geistes Gottes. Wisst ihr, jedem von uns mag ja in der Gemeinde auch etwas fehlen. Ich kann das gut nachvollziehen. Für den einen ist der Lobpreis zu laut, für den anderen zu leise. Für den einen ist die Predigt viel zu lang, für den anderen hätte sie auch noch etwas länger dauern können. Einer wünscht sich eine stärkere, erweckliche Atmosphäre, der andere hätte es gerne etwas traditioneller. Einer freut sich an den Entwicklungen und eine andere empfindet, früher war doch manches besser. Was also wollen wir unternehmen und wie wollen wir Gemeinde gestalten? Wir könnten Gott in den Ohren legen, aus unserer Gemeinde eine ganz normale Gemeinde zu machen. Wie wäre das? Eine ganz normale Gemeinde, die auch Wunder erlebt. Beten wir doch darum, wenn das die Wirklichkeit des Heiligen Geistes ist. Und ich bitte euch, das ist nicht charismatisch, was ich hier predige. Und das ist auch nicht pfingstlerisch. Ich rede über den Heiligen Geist, der die einzige Kraft der Christenheit ist. Und haben wir sie nicht, wandern wir in einen Traditionalismus ab. Ich sage euch, den wünscht sich keiner von uns. Ein Traditionalismus ohne Geist wünscht sich niemand. Nicht einmal die, die eher traditionell geprägt sind. Wir könnten doch als Gemeinde nicht nur darum beten, sondern vielleicht uns auch ihm ganz neu anvertrauen, diesem Herrn, der für uns gekommen ist. Und Jesus sagt vielleicht, wenn ihr das tut, dann verwandle ich eure Gemeinde. Seid vorsichtig, was ihr betet. Ich bin eine Realität. Mancher sagt, diese Gemeindenormalität der Apostelgeschichte ist nicht normal. Sie ist heute nicht mehr möglich, sagt vielleicht der ein anderer. Aber wäre das nicht purer Unglaube? Ja, das Pfingstereignis selbst ist nicht wiederholbar. Davon bin ich fest überzeugt. Das Pfingstereignis selbst war einmalig. Zum ersten Mal wird der Geist Gottes über die Jünger ausgegossen. Jesus sagt in seiner letzten Predigt, wenn der Geist zu euch kommt, dann bin ich es, der zu euch kommt. Der Geist Gottes, er formt deine Gemeinschaft mit deinem Herrn. Und das, liebe Gemeinde, ist die Dynamik der Kraft Gottes. Mit ihr können wir Herausforderungen anpacken. Jederzeit. Und vielleicht tippt der Heilige Geist heute Morgen irgendjemanden unter uns auf die Schulter und fragt ihn, sag mal, willst du heute nicht auch einen mutigen Schritt tun? Einen Schritt in deinem persönlichen Glaubenswachstum? Oder er tippt dir auf die Schulter und sagt, du, ich würde gerne deine Beziehung zur Gemeinde erneuern. Denkst du, du willst das? Es kann auch sein, dass er dich zu einem anderen mutigen Schritt, zum Beispiel in Sachen Finanzen, herausfordert. Oder einen Schritt, durch den deine Gemeinde hier am Ort zu einem wunderbaren Segen für Menschen wird und du bist Teil davon. Oder er tippt dir auf die Schulter und sagt, du, ich suche noch einige Mitarbeiter in dem oder jenem Bereich. Kannst du dir nicht vorstellen, du hast doch Dienstagnachmittag frei. Wenigstens alle 14 Tage wäre das schön. Dynamis, Sprengstoff. Ich habe mich gefragt, was Gott wohl in meinem Leben aufsprengen möchte. Was ist das, was er mir selbst zu sagen hat? Denn vor allem Gemeindewachstum und Gemeindefragen stehe ich selbst vor Gott. Stehst du selbst vor Gott? Er kann dich zu Schritten führen, die gestern noch unmöglich waren. Veränderungen im persönlichen Leben sind positiv, wenn es deiner Entwicklung dient. Und Veränderungen in der Gemeinde sind auch positiv, wenn es ihrer Entwicklung wirklich dient. Und genau das, und jetzt komme ich zum Schluss auf den ersten Text zu sprechen, den ich gelesen habe,
den Text mit den 7 Diakonen. Apostelgeschichte 6 beschreibt uns nämlich, dass die jüdischen Besucher mit griechischem Hintergrund ihren Unmut darüber ausdrücken, dass sie bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt worden sind. Und was machen die Apostel? Sie berufen eine Gemeindeversammlung ein, legen das Problem dar und sagen, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen daran arbeiten, aber wir machen es nicht. Aber sie begründen es. Sie sagen, es wäre nicht gut, wenn wir Wort und Gebet vernachlässigen. Lasst uns gemeinsam nach begabten Mitarbeitern suchen. Die Mängel in der Essensausgabe werden festgestellt und dann werden begabte Mitarbeiter eingesetzt. Es hat was, wenn wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren können. Denn was passiert hier? Die einen dienen am Wochenende in der Essensausgabe und die anderen, sie beten, sie lehren und sie predigen. Und was ist das Ergebnis? Und die Gemeinde wuchs. Und das, ihr Lieben, ist das Besondere. Selbst aus einer Veränderung heraus, aus einer kleinen Krise heraus, beginnt der Geist Gottes den nächsten Entwicklungsschritt der Gemeinde aufzubauen und mit ihr zu gehen. Bitte die Band schon mal nach vorne. Denn das ist so wichtig an dieser wertvollen Geschichte. Die Männer, die gewählt werden, nehmen ihre Berufung an. Und es heißt dann, die Botschaft breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Nur um das nochmal klarzustellen, es geht mir nicht um zahlenmäßiges Wachstum. Das ist hier auch nicht allein das Thema. Es geht darum, dass die Dynamis Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, Zugang hat zu uns. Eine Kraft, die den Weg der Gemeinde hautnah begleitet. Denn es kommt auf diese Kraft an. Paulus schreibt einmal, es ist doch die gleiche Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Beten wir, dass der Goldschatz Gottes Berührung mit dem Geist Gottes erfährt und das immer neu. Und beten wir, dass die Goldstücke die gleiche Erfahrung machen. Zur Ehre Gottes und zu unserer Freude. Oder wie wir auf eine unserer Postkarten, ich habe das hier nochmal ausgedruckt, wir mit dir für ihn. Unterm Kreuz, wir alle miteinander in der Vergebung Gottes, aber auch in der Kraft des Heiligen Geistes, der jeden von uns ergreifen möchte. Amen.